Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der 22. Runde der Admiral Bundesliga. Wir treffen am Sonntag um 17 Uhr auswärts auf die SV Ried. Bei mir begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Christian Ilzer. Für die Partie ist der Auswärtssektor bereits ausverkauft. Das heißt, mindestens 500 Schwarze werden uns ins Innviertel begleiten. Wie ich unsere Fans kenne, werden sicher ein paar mehr sein. Chris, schauen wir noch kurz zurück auf die Trainingswoche nach dem 3:0-Sieg gegen Hartberg. Was ist so passiert in dieser Woche und wie ist deine Mannschaft benannt? Ja, unser erster Sieg in diesem Jahr hat natürlich allen gut getan. Haben versucht in den ersten Tagen uns auch gut zu erholen, das Spiel nochmal aufzuarbeiten, über ein paar wichtige Punkte dann auch zu sprechen, die haben wir dann natürlich auch in die Trainings einfließen lassen, haben wir an taktischen Details gearbeitet, an körperlicher Fitness, an körperlicher Präsenz und ja, es ist eine gute Trainingswoche, haben wir aufgrund der kalten Nächte ein bisschen was umstrukturieren müssen von den Trainingszeitpunkten, dass es am Morgens oder Vormittags halt noch gefrorene Plätze gegeben hat, aber es ist alles gut gelaufen und ja, von dem her sind wir jetzt, oder haben wir jetzt noch zwei Trainingseinheiten vor uns und freuen uns schon aufs Spiel am Sonntag. Es gibt einige Fragen zu Spielern und deren Fitnesszustand, zum Beispiel fragt Klaus Molitor von Sportaktiv, wird Jakob Jantscher für das Spiel fit oder sind die Rückenprobleme zu groß? Die gleiche Frage von Walter Kovac-Schwarz, wie geht es Zakaria, Lubic und Jantscher? Ja, sicher gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen, aber wir haben jetzt auch noch zwei Einheiten vor uns, wird man dann sehen, ob sich das ein oder andere Problem, so wie beim Ivo und beim Jantschi der Rücken Probleme macht, ob sich das ausgeht bis Sonntag, ob Mani Zakaria die Match-Fitness kriegt bis Sonntag. Das sind noch Dinge, die noch offen sind, wo ich mir auch in den letzten Einheiten noch den finalen Eindruck geben lassen muss. Und ja, dann wird man sehen, welche Mannschaft uns dann am Sonntag zur Verfügung steht. Aber insgesamt ist wichtig, dass die Spieler, die dann am Sonntag dabei sind, auch Top-Fitness haben. Und die APA fragt auch coronamäßig, sonst alles gut, oder? Bei Sturm Graz. Alles gut. Alles sehr gut, hört man gerne. Dann schauen wir auf den Gegner. Ried ist diese Woche ins Cup-Finale eingezogen, spielen am Sonntag noch um den Einzug in die Meistergruppe. Ist das Zeichen für eine sehr starke Saison der Rieder? Ja, zuerst einmal Gratulation zum Einzug ins Cup-Finale, wo er verdienter Sieg dann auch insgesamt am Mittwoch gegen den TSV Hartberg. Man sieht im Cup, dass ein kurzer Weg zu einem Titel ist in Österreich. Wir haben leider diese Chance liegen lassen, gegen unseren Gegner am Sonntag. Das war eine sehr schmerzhafte Niederlage im Herbst, absolut ein negatives Highlight im Herbst, da auszuscheiden im Cup. Ja, Ried macht es natürlich auch in der Bundesliga gut, spielen um die Top 6. Aber das sind alles Themen, die mich dann nur am Rande interessieren. Für mich geht es vorwiegend darum, was können wir noch rausholen, was können wir aus dem Grunddurchgang rausholen, wie können wir unsere Ausgangslage verbessern. Wir wollen unbedingt der Best of the Rest sein nach dem Liga-Dominator Salzburg und noch Punkte für die Meistergruppe holen. Und diese Möglichkeit haben wir am Sonntag und da brauchen wir Top-Leistung. Dazu fragt Klaus Molitor von Sportaktiv, Ried ist zu Hause ungeschlagen, die zweitbeste Heimelf und noch im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe, wie wir gerade besprochen haben. Sturm ist die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Gibt das zum Grunddurchgangsende noch einen heißen Tanz? Ja, in Ried, sagt die Statistiker, ist nicht einfach zu spielen. Vor allem auch jetzt mit Einzug Cup-Finale, mit ihrer guten Saison, haben sie natürlich auch zu Hause Euphorie entwickelt, ist ein enges, kleines Stadion mit einer richtig guten Stimmung und da ist schon mal entscheidend, dass man der Euphorie auch energetisch was dagegen zu bieten hat, dass wir extrem fokussiert sind. Wir haben, wie gesagt, wir wollen unsere Ausgangslage noch verbessern und ein richtig gutes Spiel zum Abschluss des Grunddurchgangs noch gewinnen und auch diesen zweiten Platz im Grunddurchgang fixieren. Und deshalb ist einmal vorrangig wichtig, energetisch da richtig was zu bieten da. Du hast die Ausgangslage angesprochen. Es geht am Sonntag für uns quasi um einen Punkt und ein Sternchen. Welche Rolle kann das für die Ausgangsposition in der Meisterrunde dann spielen? Extrem große Rolle. Es sind 10 Spiele, es geht in der Meisterrunde Schlag auf Schlag.
Wenn du dabei sein willst bei der Preisverleihung am Ende der Saison im Mai, dann kannst du keine längere Schwächephase erlauben. Und jeden Punkt, Vorsprung, den du aus dem Grunddurchgang mitnehmen kannst, der kann am Ende das Zünglein an der Waage sein. Und ja, auch dieser Stern ist dann bei Punktegleichheit entscheidend. Und deshalb wollen wir das unbedingt noch auf unsere Abendseite bringen. Weitere Frage reingekommen, ein kurzer Blick voraus in die Meisterrunde. Wird es einen persönlichen Ilzer-Rekord geben nach 5 Siegen im Vorjahr mit Sturm und 5 Siegen 2018-19 mit dem WRC? Schwer vorhersehbar, habe ich gesagt, es werden enge Spiele sein, hart umkämpfte Spiele, Kleinigkeiten werden entscheiden. Es ist wichtig, dass man wenig Ausfälle hat, dass die Mannschaft in Form ist, dass man seine Top-Spieler zur Verfügung hat. Die Formkurve muss stimmen, muss absolut bereit für jedes Spitzenspiel in dieser Meistergruppe sein. Und ja, wenn wir unsere Aufgaben richtig machen, top trainieren und top vorbereiten auf unsere Spiele, denke, dann ist es natürlich möglich, auch die vorjährige Performance zu toppen. Wobei ich schon sagen muss, dass wir im Vorjahr ganz eine gute Meisterrunde gespielt haben, das auch dann die Basis für den dritten Platz war. Und das wollen wir natürlich heuer in ähnlichen Maßen und vielleicht natürlich auch noch besser gestalten. Die APA fragt, und zwar Walter Kovac-Schwarz, der 3:0-Sieg gegen Hartberg erinnert mich an den Spätherbst 2020. Als Sturm, sobald man in engen Partien einmal in Führung war, zum Beispiel Austria Wien, Admira oder St. Pölten, die Spiele dann relativ klar entscheiden konnte, mit damals Ota Kiteschwili in sehr wichtiger Rolle. Sehe ich das richtig? Es war in dem Spiel natürlich die Basis, kein Gegentor zu bekommen. Wir waren permanent das Team, das gefordert war, diese engmaschigen Abwehrreihen der Hartberger zu lösen. Da hat uns natürlich auch noch die Geschwindigkeit, noch die letzte Qualität in diesem engen Raum gefehlt, um dieses enge Abwehrkonstrukt dann noch schneller auszuhebeln. Aber trotzdem war es wichtig, da wenig kritische Fehler im Aufbauspiel vor der ersten, zweiten Linie der Hartberger zu machen. Der einen oder anderen Situation war Jörg Siebenhandel dann am Posten. Aber wir haben so wie in den Spielen davor wenig zugelassen, vor allem aus dem Spiel wenig zugelassen. Und das ist absolut stimmig, ist Basis, damit man dann natürlich auch am Ende hinaus dann einen relativ souverän wirkenden Sieg einfahren kann. Aber ich bin mit den Leistungen in den ersten drei Spielen bin ich schon zufrieden, auch wenn natürlich mehr Punkte als 5 Punkte rauskommen hätten können. Wie schaut der Fahrplan jetzt noch aus? Bis Sonntag Training heute steht erst an, oder? Genau. Also heute trainieren wir am Nachmittag. Platzverhältnisse sind jetzt auch mittlerweile okay wieder. Ab Mittag sind die Plätze dann in Ordnung bei uns. Und deshalb am Nachmittag heute die Einheit, morgen am Nachmittag. Und dann geht es auf nach Ried. Und dann werden wir top vorbereitet auf dieses Spiel sein. Was sind die wichtigsten Punkte dann in Ried, auf die ihr euch fokussieren werdet? Was willst du von deiner Mannschaft sehen? Was erwartest du dir dann am Sonntag beim Spiel? Ja, den ersten wichtigen Punkt habe ich eh schon gesagt, für Ried ein Endspiel, für Ried ein All-In-Spiel, Euphorie dort. Das heißt, wir müssen einmal atmosphärisch komplett dagegen halten, wir müssen energetisch komplett dagegen halten. Also es ist aber auch top, dass viele Fans mitkommen aus Graz, dass man da von dieser Seite her schon mal einen guten Support haben. Und dann liegt es natürlich an uns, dass wir da einen richtigen Bauerauftritt hinlegen und natürlich dann auch unsere Prinzipien am Platz bringen, auf Antworten auf die Strategien der Rieder haben. Erwarten wir da natürlich auch schon unterschiedliche Dinge, die da passieren können im Spiel. Hat ja jetzt wieder einen Trainerwechsel gegeben mit Ibe, der seit diesem Jahr am Ruder ist. Kann man auch sagen, es hat davor in dieser Mannschaft mit dem Herer vielleicht so einen Mini-Mourinho gegeben, mit Heinle einen Mini-Guardiola, und ich glaube, Ibe ist jetzt die Mischung daraus. Auf das haben wir uns auch, auf dieses Spiel haben wir uns gut eingestellt. Und natürlich wollen wir auch mit unserem Spiel den Riedern auch schon richtig was mitgeben als Auftrag. Und das müssen wir einfach auch, alles was wir uns vornehmen für dieses Spiel, müssen wir dann am Sonntag ab 17 Uhr dann einfach am Platz bringen. Dann danke für die Zeit und alles Gute für den Power-Auftritt am Sonntag. Um 17 Uhr geht's los in der Josko Arena in Ried.
Musik.